Hey. Hallo, Judy. Ihr wisst, dass man erst ab morgen dekorieren darf. Es ist 0.15 Uhr, Bruce. Und wir machen das, um zu gewinnen. Jason. Jason, komm wach auf, Judy hat uns überholt. Ja, Jason, wach auf, Kumpel, ist dir Weihnachten egal? Hä? Wir haben noch einen Monat, das ist kein Rennen. Zu, wir können das fast nicht zum Überlaufen bringen, das wissen wir. Bitte, jetzt keine Zitate. 90% des Spiels ist rein mental. Steh auf. Na komm. Gehst du überhaupt hin? Ich dachte, Mom entscheidet über das Design. Wir wissen, dass sie die Lichter will, also fangen wir damit an. Dieser ganze Wettbewerb ist Blödsinn. Hat keine Bedeutung. Es ist wichtig für deine Mom. Warum habe ich das Gefühl, dass du es nicht gewinnen willst? Weil Gewinn überbewertet ist. Gewinnen heißt für dich bessere Möglichkeiten. Dieses Jahr entscheidet deine Zukunft, Kumpel. Wenn du in deinem Distrikt gewinnst, also ein Stipendium bekommst, dann bestimmt das deine Schule. Und deine Schule bestimmt deine Karriere. Wir sprechen immer noch über den Nachbarschaftswettbewerb, richtig? Mhm. Na, in Ordnung, mal sehen. Ach. Und wir können so nicht gewinnen. Also, ich nehme ein paar Stunden Schlaf, bis die Geschäfte aufmachen. See you later, alligator.